Hallo liebe Vespa-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute beim Café Racer 69 Team in Berlin und das Projekt geht weiter, British Classic. Ihr dürft uns heute wieder begleiten und gespannt sein, was als nächstes kommt. Viel Spaß! Natürlich deine ganz schick neu bestellten Schrauben. Genau, da haben wir jetzt diese wahnsinnig geil polierten Felgen. Die verchromten Schrauben. Das sind natürlich Edelstahlschrauben, ne? VA. Ja. Ganz wichtig. Ich würde hier, es gibt ja so Aluminium-eloxierte Schrauben. Das würde ich nicht empfehlen. Die halten ja? nicht richtig. Nein, nicht nur die halten nicht richtig, sondern die gehen natürlich mit dem Aluminium, mit der Radnarbe, auch so eine Korrosion, also die backen zusammen okay. über die Zeit. Also diese Alu-Dinger würde ich nicht nehmen. Das hier ist eine gute Wahl. Das ist okay. So, immer über Kreuz natürlich. Das sieht nochmal schön aus. Das entspricht bei meinen 20 Newtonmeter. Und festziehen kann man sie dann später nochmal mit 25 bis 30 Newtonmeter werden die festgezogen. So, dann kannst du den runterlassen hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So, alles gut. Na, weil die passen dann nämlich so durch. Hinten habe ich jetzt keine Chromschrauben geholt, weil die sieht man eh nicht. Sieht man sowieso nicht, genau. So, kannst du Draht mal von der anderen Seite ranhalten, dann kann ich leichter schrauben. So, wenn wir hier schon zu zweit sind, einfach so gerade hinaus. Super. Die andere Felge bitte nochmal dazu. Leg mal so, die andere jetzt hier hin. Zeigen wir euch mal, wie der Umbau auf die 13 Zoll so. Erfolgt. Haben wir hier ein 13 Zoll Rad, hinten 130. Hier bei dem Projekt bleiben wir bei 70. Bei der sportlicheren Variante gehen wir eigentlich wieder ein bisschen runter auf 60. Und das ist so ein Niederquerschnittsreifen, dass es so eine sportliche Optik ergibt. Und hier sind es aber eben die 70er, die Heidenau K60 Reifen, K66. Super, Heidenau tatsächlich mit. Also da macht man nie was verkehrt bei einem Heidenau-Reifen, kann ich immer nur empfehlen. Super Grip. In Sachen Scooter-Reifen würde ich sagen, ist Heidenau mit der Marktführer. Da gibt es sicherlich auch noch andere gute Reifen, aber Heidenau echt immer gut. Ja. Ob das der K80 ist mit einem sportlicheren Profil, den wir sonst bei den meisten verbauen, oder eben der K66 hier als Allrounder, beides sehr gute Reifen. So, jetzt der Lochkreis passt. Das passt zusammen, deswegen funktioniert es überhaupt. Das ist eine Felge vom MP3, ja, das Dreirad MP3. Da gibt es auch noch zwei andere. Der Vorteil dieser Felge ist, dass wir hier einfach eine Seriennummer haben, dass es eine Originalfelge ist von Piaggio, somit auf einem schwereren Fahrzeug sogar. Und damit haben wir also keine Probleme beim Eintragen dieser Felge auf das Fahrzeug, weil die Felge ja dimensioniert ist für ein eigentlich schwereres Fahrzeug. So, aber das passt zwar vom Lochkreis, die MP3s haben aber hier verglichen mit dem, dreh mal um, kann man natürlich nicht sehen, das könnte man nur messen, dass der Abstand hier ein anderer ist. Also hier hat man auch so eine Kante, wie man sieht. Ja, da ist so eine Kante. Also wir haben eine andere Einpresstiefe. Und hier, ne, haben wir die Kante streng genommen nach außen. Hier haben wir die Kante nach innen. Mhm. Ja, kann man ganz gut sehen. Hier ist die Kante streng genommen, wenn man da mal was drüber legt hier. So, dann sieht man, die Kante ist außen. Kann man ganz gut sehen, glaube ich jetzt. Ne? Dass es nicht innen ist, der Ring hier. Dadurch braucht man diese Achsaufnahme neu oder Radaufnahme neu hier. Und auch den, weil der, halt, bleib mal mit dem anderen Reifen hier. Das hier ist ja nur ein Distanzstück für den Hilfsrahmen. Ja? Ein Distanzstück, hier liegt dann der Hilfsrahmen ja rauf, den wir ausgebaut haben und schwarz lackieren.
Die passt hier wunderbar durch. Ja, klick, klack. Hier nicht wirklich. Ja, deswegen dreht man die auch nochmal ein Stück ab, weil die hier nicht reinpasst. Mhm. Dreht man die eher, beziehungsweise da gibt es ein fertiges Kit von Scooter Center Zip, lalalala. Oder man hat eine Drehbank, dann dreht man hier einen Millimeter ab und hier muss man auch einen Millimeter abdrehen, hier innen. Sehen wir gleich bei dem anderen Teilchen, damit wir den Ausgleich für den Spurversatz haben. Ja, wir haben also einen ganz minimalen Spurversatz, wenn wir das nicht machen. Und dann haben wir das nämlich ausgeglichen. Dazu kommt dann gleich noch, das sehen wir auch gleich, dass uns hier, drehen wir die Felge um, dass wir auf der Felge Bohrungen haben für das Rollrad. Ja, die sind auf der Felge, diese Bohrungen, die fehlen uns hier bei dieser Felge. Jetzt gibt es Varianten auch schon gesehen, wo Leute mit der Felge arbeiten. Ich persönlich bevorzuge es, nicht an einer Felge rumzuschrauben und rumzubohren. Genauso könnte man das hier an der Felge hinten abdrehen lassen oder abdrehen selber. Dann hat man auch diesen Spurversatz nicht. Dann braucht man dieses Umbaukit nicht. Beziehungsweise das hier nicht. Das Umbaukit braucht man trotzdem, nur die Achsaufnahme braucht man dann nicht. Aber das sparen wir uns alles. Wir bauen das Ganze um, werden wir gleich sehen, auf ein ABS-System der ersten Generation der GTSen. Das ist so 14, 15. Da hatte man ja die Wahl, seine GTS mit oder ohne ABS zu kaufen. Und da war das ABS-System anders geregelt als heutzutage. Das ist jetzt hier schon sehr wartungsfreundlich, dass man nicht den Ring abschrauben muss und dann die erst an die Halteschrauben oder an die Radbolzen rankommt. Das war davor eben anders. Da war der Ring auf den Radbolzen. Das sehen wir dann gleich. Und so bauen wir das um und dann geht das mit fast jeder Felge, ob das eine Sprintfelge ist, eine Primavera-Felge, eine 13 Zoll Felge, was auch immer. Hauptsache eine Piaggio-Felge, das ist wichtig. So. So. Vorletzte. Und die letzte, genau, kannst ruhig festhalten. So, und weg mit dem Krempel. So, wieder eine Bremsscheibe ausgebaut. So. Da ist er, der Lochkranz. So, okay. So. Unfassbar toll. So, jetzt hat man auch nochmal gut gesehen, wie sich das dran gezogen hat. Ja, klar, lass mal. Wunderbar, das läuft schön. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken. Spannend wird dann nachher das Ausdistanzieren zwischen dem ABS-Sensor und dem Heurad, was hier rankommt. So, die ziehen wir jetzt gleich fest. Das müssen wir nämlich tun, weil wir da später nicht mehr rankommen. Hältst du mal die Bremse? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir das hier nämlich aufsetzen, dann, wenn man von hinten guckt, dann sieht man, liegt ob an. Das auf der Felge anliegt oder nicht. Ja, in der Regel liegt es an. Jetzt muss man das tatsächlich ausdistanzieren. Da hat man gar keine andere Wahl. Ich nehme dafür ganz gerne, dass diese kleinen Scheiben, gib mal die Originalfelge, die habt ihr nämlich, wenn ihr das umbaut, habt ihr die nämlich da, weil die sitzen hier drin. Die sitzen dahinter. Ne? Dahinter in der Vertiefung sitzen diese Scheiben. Das heißt, wenn er dies ausbaut, habt ihr diese Scheiben auch da. Und dann da rein. So, und ich würde die auch. Es ist nicht notwendig, die einzukleben. So, wenn ihr das Kit bestellt, dann ist das alles dabei. So, und jetzt liegt das halt auch nicht mehr an. Ne? Weil es soll ja die Felge nicht verkratzen und es soll auch nicht anliegen. Unterlegscheiben tun es auch. Hauptsache, es liegt nicht an. Was man jetzt halt hat, nämlich, ist, dass die ganz schön fett sind.
Aber da wir das schon ab und zu gemacht haben, weiß ich, dass wir das hinkriegen mit dem Ausdistanzieren. So. So. Auch wieder immer über Kreuz. Kommt dazwischen. So, dann muss man die vorne auch noch einmal mit einer Unterlegscheibe ausdistanzieren. Und schon passt der ganze Spaß nämlich. So, ich setze erstmal alles nur an. So, dann brauchen wir den Kollegen hier. Ganz wichtig, sonst drückt die Mutter auf das Lager. Und dann dreht sie es nicht mehr. Gibst du mir mal einen Schlagschrauber, bitte? Fest. Wunderbar, dreht. Na gut. Passt der Sicherungskorb immer noch wunderbar. Und wir kriegen unseren neuen Splint. Wunderbar durch. Weiterer Vorteil daran ist, wenn man hier einen zu dünnen Splint nimmt, dann wackelt das Ding, ja, der Sicherungskorb, und dann klappert es. Das hat man manchmal, guck mal, ich habe so Geräusche, das klickert so komisch. Das ist nur dieser kleine Sicherungskorb. Ist, manchmal ist es tatsächlich nur der kleine Sicherungskorb, weil das Rad mal ausgebaut wurde, dann wurde ein zu kleiner Splint genommen, der da drinnen wackelt, und dann macht das Ding, 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 so ganz leichtes Klingeln ist das dann. Lang. So, fest. Okay. Wenn wir drehen, das passt hier. Es ist ganz schwer zu filmen, glaube ich, da drinnen. Also, aber wenn ich ihn ganz randrücke, dann berührt er das schon, wenn du ihn ganz reindrückst. Ja, so ist okay. Der Abstand muss zwischen 1 und 3 mm sein. So. Einmal. Und zweimal. So, die Halter für den Sensor können wir jetzt festziehen. Das ist jetzt der spannende Part. Ob das dann auch wirklich passt, sonst machen wir da eine Unterlegscheibe hin. Sieht super aus. Sieht super aus. So. So, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter mit meinem British Classic Projekt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, bitte meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch die News immer bekommt, wann der neue Teil rauskommt. Seid gespannt, es geht bald weiter. Fahrt vorsichtig, bis dann. Ciao.